Servus Elsem-Freunde, ich habe für euch ein paar News am Start, denn in den letzten Tagen haben sich ein paar interessante Infos über das Game angesammelt. Die ganzen Infos in diesem Video stammen vom Twitter-Account von Mark Daha, das ist der Executive Producer von Anthem. Fans können ihm da Fragen stellen und er beantwortet die eben. Ich habe euch die 10 interessantesten Fragen rausgesucht, die eben für das Spiel relevant später sind, die eben interessant sind und die schauen wir uns jetzt an. Als allererstes, es wird Easter Eggs im Spiel geben, finde ich persönlich richtig gut. Ich mag einfach so die Verlinkung zu anderen Spielen, wenn man da etwas Nettes dann sieht. Das hat BioWare schon immer gemacht, auch in den älteren Spielen, sei es Mass Effect, sei es Dragon Age. Und eins hat sich bei mir besonders eingebrannt, und zwar in Dragon Age Inquisition hatte man einen Kroganer-Kopf an der Wand. Das Bild seht ihr auch hier eingeblendet, das fand ich schon richtig cool, da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Ich kann wetten, dass sie von Mass Effect auch in Anthem verschiedene Sachen mit einbringen, dass zum Beispiel auch ein Kopf oder so an der Wand hängt oder dass man eventuell sogar ein Tier von Mass Effect dann plötzlich an einer bestimmten Stelle findet. Dann wird es doch am Ende der Missionen Statistiken geben, in denen man eben sehen kann, wie viel Kills man wahrscheinlich gemacht hat, wie oft man gestorben ist, etc. Man weiß das schon aktuell, es wird Ranglisten geben für die Strongholds, finde ich extrem geil. Was sind Ranglisten für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, oder Leaderboards? Wenn man einen Stronghold abgeschlossen hat, bekommt man am Ende halt eine Punktzahl und die schnellste Truppe steht eben ganz oben und so kann man sich auch ein bisschen duellieren, weil es haben letztens ein paar Leute gefragt, was Leaderboards sind. Das sind im Endeffekt Ranglisten. Der Beste steht oben und da wird dann eben untereinander duelliert und versucht, dass man eben auf Platz 1 kommt. Dann gab es noch eine richtig coole Info, und zwar hat einer gefragt, ob es einen Spielmodus geben wird mit mehr wie 4 Leuten. Aktuell weiß man, die Strongholds sind mit 4 Leuten. Wenn man in der Open World rumfliegt, sieht man auch 4 Leute. Und er fragt eben, ob es ein bisschen mehr gibt. Der Entwickler hat sogar darauf geantwortet und gesagt, nicht zu Release. Er hat es aber auch nicht verneint, bedeutet wahrscheinlich, wenn das Spiel dann schon ein bisschen draußen ist, wird es ja noch länger unterstützt werden, das weiß man ja aktuell auch schon, dann werden wahrscheinlich quartalsweise DLCs rauskommen und wahrscheinlich bringt das dann irgendwann einen Spielmodus mit, wahrscheinlich mit 8 oder 12 Leuten, finde ich auf jeden Fall cool, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen größer. Dann gab es noch ein paar Infos über den Skillbaum. Viele Leute wissen aktuell noch nicht, ob jeder einzelne Javelin-Kampfanzug einen Skillbaum besitzt oder unser Charakter, der Freelancer. Und darauf wurde eben auch nochmal geantwortet, nur der Freelancer, also unser Charakter, besitzt einen Skillbaum und der ist dann für alle Javelin-Kampfanzüge einfach übergreifend. Heißt zum Beispiel, man kann zum Beispiel einen Punkt setzen, dass die Schubdüsen nicht so schnell überhitzen. Heißt, der Javelin-Kampfanzug kann länger fliegen. Ich denke, da gibt es auch nochmal, dass man mehr Muni mitnehmen kann, etc. Kennt man natürlich von anderen Skillbäumen. Dann gab es noch eine Info zum Waffen- und Rüstungsdrops, wie das Ganze eben skaliert, und zwar mit unserem Freelancer-Level. Wenn wir uns aufleveln mit Freelancer Level 10, Level 15, dann droppen auch eben die Waffen in dieser Stufe und die Rüstungsteile. Es gibt natürlich verschiedene Seltenheitsstufen, das habe ich schon im letzten Video erklärt, und desto seltener eben desto höher die Stufe ist, umso seltener ist der Drop, und es kann dann sein, dass man eben teilweise öfters in Stronghold rein muss, um an dieses Rüstungsteil, an diese Waffe zu kommen. Was man auch schon aktuell weiß, dass es eben Set-Boni im Spiel gibt. Heißt, wenn man bestimmte Teile eines Sets anhat, mehrere Teile, dann bekommt man on top nochmal einen coolen Boni drauf. Kennt man natürlich auch schon aus anderen Spielen. Dann gab es eine neue Info zu den Waffen, und zwar soll es für die auch Zielfernrohre geben. Bestimmte Waffen haben dann eben ein Zielfernrohr obendrauf. Man kann dann natürlich hier näher ranzoomen. Das sah man jetzt in dem bisherigen Videomaterial noch nicht. Bei dem Koloss ganz am Schluss hat man so ein bisschen reingezoomt während dieser Ulti, die sich dann mit der Zeit im Spiel auflädt. Das seht ihr hier auch eingeblendet. So wie es aussieht, werden aber auch andere Waffen Zielfernrohre haben. Eventuell gibt es einen Sniper, vielleicht so eine Art DMR, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es gibt ja verschiedene Waffenarten. Wir haben Pistolen, Maschinengewehre, wahrscheinlich auch MGs. Dann gibt es natürlich die größeren Waffen, die sich dann am Rücken oder dann an dem Javelin direkt andocken lassen, wie zum Beispiel Granatenwerfer, Flammenwerfer und andere Granaten. Da gab es ja wirklich alle möglichen Sachen und da gibt es eben auch Zielfernrohre. Aktuell weiß man ja auch noch gar nicht, was der Interceptor für ein Javelin ist. Kann natürlich sein, dass er ein Nahkämpfer ist. Ich vermute aber eher, es ist so ein Sniper-Typ und ich denke, der wird wahrscheinlich hin und wieder ein Zielfernrohr haben. Wenn wir schon beim Anzug sind, gab es da auch noch mal eine Info, und zwar wegen der Schadensreduzierung. Man weiß ja aktuell, dass der Koloss oder Kolossus
ein Schild hat, das kann danach belieben ausklappen und kann so natürlich Schaden abwehren. Jede andere Klasse besitzt sowas in der Art auch, das wurde gesagt, wahrscheinlich kein Schild. Ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass der Ranger eine schnelle Ausweichmöglichkeit hat, nach links oder rechts mit Schubdüsen, oder zum Beispiel, dass der Storm sich porten kann im richtigen Moment, um der Explosion zu entkommen, ist auf jeden Fall auch interessant. Dann gab es noch die Frage, ob es einen Fotomodus geben wird, und da hat der Entwickler darauf geantwortet, zu Release nicht, aber er versucht es hineinzukriegen. Finde ich auf jeden Fall cool, Fotomodus ist ja in der letzten Zeit sehr in geworden, man hat es in sehr vielen Spielen drin. Und ich finde es auch cool, gerade diese Welt von Anthem sieht schon extrem cool aus, ist sehr schön designt und ich denke, da kann man schon extrem geile Bilder schießen. Das war es jetzt soweit mit den Infos. Sobald ich mehr weiß, werde ich nochmal ein Video machen. Ich hoffe natürlich auch, dass die Entwickler demnächst ein bisschen mehr vom Spiel zeigen, wann die Beta zum Beispiel rauskommt, dann was der Interceptor macht, über den weiß man noch gar nichts. Die Entwickler sagen einfach, kommt ein bisschen später raus, auch nochmal mit dem Loot Drop, mit den Waffen etc. Ich denke, da wird jeden Monat etwas kommen. Wenn ich mehr weiß, wie gesagt, gibt es ein weiteres Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.